hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Masters. Und ja, wir werden direkt mit was Neuem zugeworfen. Ne? Gefährtenstein hat. In diesem Bildschirm kannst du Gefährtenrobs einsetzen, um deine Gefährten auf verschiedene Weise stärker zu machen. Durch das Aktivieren von Feldern auf den Gefährtensteinpad können Rettfähigkeiten freigeschaltet werden. Um Felder zu aktivieren, werden exklusive Gefährtentrops für ein Gefährtengespann benötigt. Es gibt Felder, die nur unter bestimmten Bedingungen aktiviert werden können. Okay. Damit ist die Einführung beendet. Details zur Spielweise erhältst du über die Schaltfläche oben rechts. Hier, wo bin ich denn? Pikachu? So. Oh, du. Cool, noch. Hier. Okay. Okay. Jo. Wo ist jetzt das Symbol oben rechts? Was ist denn das? Ich glaube, ich habe irgendwas weggedrückt. Naja, egal. Okay. Abenteuermodus. Geht weiter. So. Oder gibt es jetzt irgendwas unter Zusatzgebiet? Okay. Hauptgeschichte. Kapitel 18. Zuerst. Ja, gut. Level sehen gut aus. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. Okay. Hauptgeschichte. Kapitel 18. Team Einer. Hey! Was hast du, Sharon? Du siehst so nachdenklich aus. Sharon. Egal. Du bist mal durch die Alnar-Region gereist und hast haarsträubende Abenteuer bestritten. Ich war eine Zeit lang an deiner Seite und beweise mich nun als Arena-Leiter. Zusammen bilden wir ein starkes Team, das sich nicht zu verstecken braucht. Das weiß ich auch. Trotzdem denke ich an das, was vor uns liegt. Sharon, es stimmt, dass auf uns Kämpfe auf allerhöchstem Niveau warten. Unsere Stärke und Erfahrung wird uns keinen entscheidenden Vorteil bringen. Wir sind quasi wie der Herausforderer. Und die Kämpfe, die vor uns liegen, sind wahrscheinlich die härtesten, die wir jemals ausgetragen haben. What's up? Ja, genau so sehe ich das auch. Wenn wir weiterkommen wollen, heißt das also, dass wir noch mehr aus uns herausholen müssen als jemals zuvor. Und bei diesen Kämpfen reicht es nicht, einfach den Sieg anzustreben. Man muss seine Stärke für seine Freunde einsetzen und einander unterstützen. Ich will bei zukünftigen Kämpfen versuchen, diese Einstellung zu verinnerlichen. Sich unter Freunden unterstützen, sagst du. Deshalb lass du dann. Tut mir leid, Sharon, aber weißt du, ich habe nur gerade gedacht, wie sehr du dich da verändert hast, seit wir unsere Reise durch ein All aufgebrochen sind. Da triffst du einen wunden Punkt. Du hast schon recht, früher ging es mir nur darum zu gewinnen. Ich wusste damals noch nicht, was ich eigentlich wollte. Aber dank der Erfahrungen und Begegnungen auf meiner eigenen Reise habe ich die Antwort darauf letztendlich gefunden. Ja. Und auch ich will meine Stärke und alles, was ich auf meinen Abenteuer gelernt habe, hier bei dem WPM richtig zur Geltung bringen. Ach ja. Sie wird uns sicher verstehen und mit derselben Einstellung gemeinsam mit uns kämpfen. Sie? Hey! Genau, ich kenne dann nämlich jemanden, der eine gute Ergänzung für unser Team sein könnte, Sharon. Hey! Lotta. Hallo, Sharon. Warren hat mir schon berichtet, worum es geht. Wenn es um Pokémon-Kämpfe geht, könnt ihr auf mich zählen. Schon als Trainer im Anal wollte ich irgendwann mal mit euch beiden zusammen kämpfen. Wie es aussieht, weißt du schon, was Lotta drauf hat, Sharon. Ich dachte, da wir alle dieselbe Region bereist haben, liegen wir bestimmt auf einer Wellenlänge und können daher gut in Einklang kämpfen. Right. Verstehe. Gut. Man merkt dir an, dass deine Leidenschaft der Kämpfe keine Fassade ist. Sie sitzt tief. Would you do me this favor? Lass uns also gemeinsam kämpfen.
als Team. Das höre ich gerne auf gute Zusammenarbeit, Cheryl und Warren. Alright! Also dann, wenn das jetzt beschlossene Sache ist, bleibt uns nichts mehr als den Sieg anzuvisieren und zu dritt nochmal ordentlich zu trainieren. Would you do me this favor? Hallo Soul Hunter 96, es sieht so aus, als wären wir eure nächsten Gegner. Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr verfügt über eine geballte Stärke, die selbst berühmte Trainer wie Arena-Leiter und Top 4 zu Boden gerungen hat. Alright. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit uns unschlagbar macht. Wir drei haben als Trainer die Anar-Region bereit. I'm going das ist all aber out. Noch nicht alles, denn hier auf Pasio haben wir zusammen trainiert und sind dabei noch stärker geworden und jetzt besser befreundet. Und jetzt geben wir euch eine Kostprobe unserer herausragenden Team. Jeder von uns sollte alles geben, damit niemand später etwas bereuen muss. Etwas bereuen muss, meinte ich natürlich. Das werden wir ja gleich sehen. Detail zu gebieten. Versus Sharon, Warren und Lotta. Okay, wir brauchen Kampf, Wasser und Elektro. So, okay, wir brauchen Kampf. Dann nehme ich mir die Schokolade hoch. Ja, dann nehme ich die Schokolade mit. Leave it to me! Und dann brauchen wir Wasser. Okay, dann nehme ich Barry mit. Obwohl, okay, dann nehme ich Barry mit. Ja, kann ich Barry mit. Das ist going exploring? Elektro. Ja, dann nehme ich doch bitte Kampf. Okay, und los geht's. I can't wait to see what kind of moves they'll use. So. Come on, here goes. Let's go. Yes. Let's pull this off. I've got this. That's it. Let's pull this off. Danaka. Go for it! Let's go! Take this! That's it! So, number 1. Gave it my all, and I still now lost. Now's my chance! So. I've got this! Let's give it all we've got! Komm schon, Lucario. All right! Steiger uns die Kraft und Krieg. Oh, das ist jetzt nicht gut. Das ist that's it! Go! Go! Oh. How could it be? That's it! That's it! That's it. That's it. We lost a little bit. We got you. What just happened? This is me good. Dabei sah es eigentlich so gut aus. Wir versuchen es einfach nochmal. I can't wait to see what kind of moves they'll use. Wohl wieder trainieren, das ist gut. Come on, here goes! Let's go! Alright, let's go! Let's pull this off! I've got this! That's it! Let's go! Okay. Go!
Jedes Mal. So. Okay. Das ist jetzt ziemlich gut. Wenn er ein Level abkommt, das muss man natürlich minutlos setzen. Offscreen mal wieder. I can't wait to see what kind of moves they'll use. Wäre, würde ich mal behaupten. Wir sind schon auf Level 65 und 60 und laut dem Spiel haben wir genug Stärke dafür, aber schaffen wir es dann trotzdem nicht. Also ich verstehe das irgendwie nicht. Okay, Levelbruch. Okay, wir brauchen Kampf zu verstärken. Also würde ich die I'll get even stronger! Dann machen wir mal eine Pause. Ich bin auch 75. Aus Wasser. Ist auch schon mal nicht. I feel like a new me! So. Dann sag ich mal wieder an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben es bei dieser Folge wieder mal nichts geschafft. Außer zu verlieren. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir wieder gewinnen. In der Nachfolge wieder nicht, so wie es aussieht. Naja, ich werde offen, ich werde trainieren, vielleicht werde ich auch andere verstärken und dann sage ich, wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.